Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldarim zu einem neuen Part Minecraft Storyboard mit dem Zwergenfürst. Folge 2, also Staffel 2, Folge 2, Season 2, Episode 2. Ja, gewaltige Konsequenzen heißt die Folge 2. Ich lese mal kurz vor, was da steht, und dann können wir direkt mal ohne großes Vorreden in Folge 2 starten. Gekauft und installiert, natürlich steht's da. Ja, das haben wir mit dem Kauf der Karte gemacht. In Beacon Town erhebt sich ein mächtiger neuer Gegner und stellt Jesse vor verrückte und tödliche Herausforderungen. Freundschaften werden auf die Probe gestellt und neue Allianzen geschmiedet, und Jesse zieht in den Kampf, um die Welt vor diesem mächtigen Gegner zu retten. Das klingt spannend. Na dann, da freue ich mich drauf. Starten wir das Spiel. Auf geht's, let's play! Zuletzt bei Minecraft Story Mode. Alte Freunde kommen und gehen, und neue Freunde tauchen auf und füllen diese Lücken. Ob es uns gefällt oder nicht, aber irgendwann muss jeder einsehen, Veränderungen entkommt man nicht. Wie gefährlich es auch ist, der Ruf des Abenteuers ist unwiderstehlich. Manchmal ist die Gefahr selbst ein unglaublicher Magnet. Einige Helden wollen auch nur das nächste uralte Geheimnis lüften und sich merkwürdige neue Kräfte aneignen. Die neue Bedrohung ging ihnen so nahe wie nichts zuvor. Der Kampf um ihr Überleben erschütterte die Grundfesten dessen, an das sie bisher fest glaubten. Schlussendlich wurde die Stadt gerettet. Die Helden hatten gesiegt. Und jeder konnte für einen flüchtigen Augenblick glauben, dass sich tatsächlich nichts geändert hatte. Jedoch, der Augenblick verging. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf des Spiels. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Na dann, wollen wir mal. Ein Riese, ein Koloss. Unsere Stadt. Der Atmen. Das war bestimmt zu laufen. Mickrig. Hey. Nenn mich nicht mickrig. Das ist doch ungeheuerliche Angst. Auch wenn du der Admin bist. Jacks Auge war wohl nicht genug. Ich möchte mit Jesse sprechen, dem Handschuhträger. Was ist denn los? Soll mir recht sein, Admin. Ja. Hier bin ich. Hier bin ich. So, auch mein erster Impuls. Das Erste, was ich sagen wollte. Hier, hallo. Was ist hier los? Das wüsste ich auch ganz gerne. Das ist alles sehr mysteriös, oder nicht? Da sagst du was. Das gefällt mir nicht. Kein Grund zur Sorge. Ja, lassen wir die anderen lieber mal. Leute! Ja. Hallo? Jetzt bloß nicht selbst in Panik verfallen. Der riesige Prismarinkoloss und ich werden das schon klären. Und dann wird alles wieder, wie es war. Ich schwöre es. Ja, bloß keine Angst verbreiten. Alle ruhig bleiben. Das ist gar nicht alles. Wird alles gut. Das hinkriegen, richtig, Jesse? Ja, klar.
stören lassen, oder? Ja, lass mich erst mal mit ihm reden. Keine Bange, Leute. Ich rede mit dem Ding. Erst mal reden und dann kann man weiter gehen. Diplomatie. Ja. Lass mal Diplomatie walten. Fordere meine Geduld besser nicht heraus. Du solltest besser zurückgehen. Handschuhträger. Thorn ist schon auf dem Weg. Stand da gerade Handschuhträgerin? Danke, Nell. Ja, gut. Sie hat zwar Handschuhträger gesagt, aber da stand eindeutig Handschuhträgerin. Okay, bauen wir uns hoch, damit wir mal ein bisschen mit ihm reden können, damit wir auf Augenhöhe diskutieren. Da bist du ja, Jess. Der Große ist ein bisschen, ja. Was du mit dem Wilson gemacht hast, fand ich absolut genial. Danke. Oh, das wird absolut unglaublich. Danke für das Kompliment. Du hast es nicht drauf. Ja, vielen Dank, ja. Du hast es drauf. Das war. Ich hinterließ war auch toll. Du hast ihn liegen lassen? Um dich in den Seetempel zu locken. Mhm. Du den Strukturenblock finden und gegen mich kämpfen würdest. Aha. Du willst also, dass ich kämpfe. So ist es. Wieso kämpfen? Warum denn gleich immer kämpfen? Was muss denn diese Grundaggressivität? Das ist. Können wir das nicht hier friedlich in einem sachlichen Ton hier besprechen? Du scheinst hier irgendwas zu haben. Du bist doch völlig verrückt. Lass uns reden. Lass uns. Man muss doch nicht gleich. Ja, das ist. Gewalt ist keine Lösung. Jetzt verstehe ich. Du bist völlig verrückt. Warte kurz. Okay. Das macht. Der hat den Tag zur Nacht gemacht. Oh. Wow, ist der mächtig. Ja, mächtig, das würde ich durchaus sagen. Könnte man so beschreiben. Jetzt haben wir nicht nur mit ihnen zu tun, sondern wir haben ein offenes Stadttor und Monster. Und mein Dorf. Ja, meine Stadt. Sorry, falsches Projekt. Meine Stadt ist hier. Das ist. Nicht mehr eine Sache zwischen uns beiden, wenn du hier meine Stadt zerstörst, die Einwohner angreifst. Gar nicht gut, Jesse. Wenn das unmöglich ist, wird Beacontown nichts weiter als ein Trümmerfeld sein. Genau, davor habe ich Angst. Er wird alles zerstören. Schiffe sind nicht gut. Was sollen wir tun? Wie wäre es mit Obsidianmauern? Ja. Zeit für Strukturenblöcke. Lenke ihn ab, damit ich ein paar auslegen kann. Wir haben doch das Ding. Eine große Ablenkung kommt sofort. Los, Jesse! Hey, ablenken also. Ja. Hier drüben! Ja, genau du! Steinfritze, hat sie gesagt. Ich habe Steinfotze verstanden. mal sehen, wie dir die köstlichen Verzauberungen der Butterfrau bekommen. Hm. Scheint so, als würde jetzt gekämpft. Ich zerlege dich. So, ja, das Volk beschützen. Das ist gut. Was, wie viele von der Sorte habe ich? Ja, retten wir die unschuldigen Bewohner. Und die müssen da nicht mit reingezogen werden. Lass uns eins gegen eins kämpfen. Lass die Unschuldigen aus dem Geschehen raus. Aber bitte doch. Ich werde gegen dich kämpfen, wenn es sein muss. Wo ist der Strukturenblock? Aber schau mal da.
Lass mein Volk in Ruhe. Wer ist der, hat den Strukturenblock? Au, Kacke. Das ist, ja, nicht sehr gut. Das hat es echt in sich. Jetzt ist mir ein riesiger Koloss nach Hause gefolgt. Ja. Ich hab auch mehr drauf. Ich hab mehr drauf als du scheinbar. Wenn ich mich jetzt hier nach links oder nach rechts. Aber es schaut so aus, als müsste ich mich entscheiden. Na komm, flieh. Oh, es wird rot, ich bin gleich tot. Na komm, flieh. Hauptsache, du machst mal was. Laufen. Komm. Huh, flieh, Jesse. Aufgeben war noch nie eine Lösung. Ja, da entlang. Treppe hoch. Ja, Leiter klettern. Wenn das vielleicht eine falsche Idee ist, hochzusteigen. Rein da. Okay. Das Muster auf seinem Hinterkopf habe ich schon mal gesehen. Die Prismarinsoldaten im Seetempel hatten dasselbe Muster. Klingt nach einer Idee. So, jetzt mal rein hier, nicht so weit hinaus. Na komm, da dahin. Das war schon richtig. Na komm. Da rein. Puh, das wird immer so schnell rot sonst. Uha! Wir wurden entdeckt. Du wolltest einen Kampf? Da bin ich. Na dann. Verteidigen wir die Stadt. Auf geht's. Das wirkt nur so. Das möchte ich mal sagen. Hilflosigkeit wirkt nur so. Ich bin niemals hilflos. Lukas. Er kommt zur Hilfe. Rettet uns. Au. Ich hätte, glaube ich, mit ihm interagieren müssen. Fliehen wir. Der Admin, er hat wohl die Welt erschaffen oder sowas. Fliehen wir jetzt oder kämpfen wir oder was ist jetzt los? Danke, Lukas. Du hast mir das Leben gerettet. Danke. Na klar. Ich wollte schon immer mal zu einer Rettung reiten. Ja. Unbedingt. Lukas, dich habe ich jetzt gebraucht. Schon eine Idee. Auf seinem Hinterkopf habe ich etwas gesehen. Ja. Ich hoffe, damit können wir ihn besiegen. Auf jeden Fall. Ab zu seinem Hinterkopf, Schwert reinstecken und zack, fertig. Danke, Lukas. Sei vorsichtig. Was denn, Lukas? Okay. Ich hoffe, er geht uns hier nicht. Er geht nicht eine Gefahr ein, die er nicht verantworten kann. Hey, Quadratschädel! Wenn du Jesse willst, musst du an mir vorbei. Und da stehen deine Karten echt schlecht. Oha. Ja, auf seinen Hinterkopf. Zieht auf seinen Hinterkopf. Oder so. Er lenkt ihn ab, damit ich auf seinen Hinterkopf ziehen kann. Das wäre mein Plan. Das wäre eine Idee. Na dann, hinauf da. L. Okay, versuch's nochmal. Und hüpf. Zack. Hinauf da. Klettern wir auf das Riesending. Auf den Koloss. Du weißt gar nichts über mich. Jupp. Hinauf. Quicktime Events. Nein! Das wirst du doch bitter bereuen, Admin. Ja. Ich wollte gerade sagen, lass es bleiben. Oh, Junge. Nicht den Schreien. Du kannst mich dich nicht besiegen, dann, das werden wir noch sehen. Dich kriege ich hin. Den Rubenschrein zerstört. Na.
Klein, aber ho, oho. Ja. Man sollte nie die Kleinen unterschätzen. Die geringe und. Ja. Besiegt. Naja, nicht endgültig, aber wahrscheinlich nicht endgültig. Sonst hätte das Ding keine 5 Episoden. Aber vorerst haben wir es geschafft, haben ihn aus der Stadt vertrieben. Das war echt atemberaubend. Bleib hinter mir, Stan! Ja. Halt die glubsche Augen von mir fern! Jetzt haben wir die Monster in der Stadt. Oh Mann. Der Frieden ist wohl gestört. Und die Mauer ist zerstört. Das Tor ist. Vorschläge, wie es funktioniert? Weg. Ich würde mal sagen, zurücksetzen. An der Uhr mal drehen. Und wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Oder so früh gleich? Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Mojang. Minecraft. Story Mode. Speziell seid gewusst, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodon zu einer Telltale-Geschichte mit dem Zwergenfürst zu Minecraft Story Mode. Scene Manning, der Herr Manning, hat da mitgemacht in der Regie. Episode 2, Staffel 2. Herr Hammer hatte die künstlerische Leistung. Herr Lichtau, die Umgestaltung. Animation war von Herr Hilton. Der Herr Rosales und der Herr Schauergard. Und der, die Herr Frau Tudor. Herr Frau, Frau an der DLT und so weiter, konnte ich nicht lesen. Dass es noch geht. Ja. Das Ding sieht kreuzgefährlich aus. Wie sicher seid ihr, dass der Admin wirklich tot ist? Gar nicht sicher. Ich weiß nicht. Was für eine schreckliche Frage. Wenn das Monster trotz allem noch lebt. Ja. Aber wir haben ihn doch erstmal verwiesen aus der Stadt. Wir haben ihn erstmal besiegt. Das muss doch erstmal was wert sein. Es muss was wert sein. Ich melde mich freiwillig. Ich will auch helfen. Ja, das ist gut. Jesse, wir sollten das zusammen machen. Aber einer muss die Reparaturen erledigen. Nette Geste, ja. Aber vielleicht solltest du mich das machen lassen. Warte, ich schwöre. Sobald ich etwas Ungewöhnliches sehe, hole ich dich so schnell her, wie mich meine Hoppelstumpen tragen. Hoppelstumpen? Also, meine Beine. Komm schon, okay. Jesse. Ich schaffe das. Hm. Du dachtest auch, ich könnte nicht auf eine Stadt aufpassen. Aber eine Uhr bewachen kann ja, ich. Ja, ist ja nicht. Komm, vertrau dir, nicht. Raider. Alles klar, Raider. Ich verleihe dir offiziell den Titel des Kriegst du hin. Danke dir, Jesse. Ich schwöre feierlich, ja. Dass ich den Aufgaben des Uhrenmeisters gerecht werde und nur gut. Kriegst du hin? Was? Ja, gut. Das ist gut. Mach das. Vader. Vertrau auf dich. Und was machen wir jetzt? Pass auf. Ich dachte, wir fangen mit Rubens Denkmal an. Das wurde stark ramponiert. Der scheiß Edmund. Das ist echt übel. Einfach das erste Mal auf Rubens Schrein. Zuerst auf Rubens Schrein hauen. Kein Respekt. Das wird schon. So schlimm sieht ja. Das gar nicht aus. Eine erfreuliche Perspektive. Und was für ein Schweinhund. Als ich fragte, was du machen willst, meinte ich eigentlich deinen anhänglichen Handschuh. Ich muss die Hintergrundgeräusche sind ein bisschen schlimm. Komisches Geschrei mit sehr viel Hall. Du sagst zwar, du willst dich niederlassen. Leiten, aber du kannst dieses Leben einfach nicht aufgeben, oder? Welches Ding nicht aufgeben? Und Axel und Olivia sind auch nicht ständig solche Sachen machen. Ich dachte, ich könnte Beacon Town leiten und nebenher Abenteuer erleben. Aber viele Leute wurden wegen mir verletzt. Hm. Na komm, jetzt
jetzt sei nicht zu streng mit dir, okay? Es geht allen gut. Und jeder mag dich sehr. Ja, jetzt nach der Attacke scheinbar nicht mehr so sehr, aber ja. Ich meinte das nicht böse. Wir haben viele Abenteuer erlebt und ich will einfach, dass du glücklich bist. Oh, das wollte das kleine Schwein für uns alle. Los, reparier sein Denkmal. Ja, Stampy und Stacy versprochen, reparieren wir das Denkmal. Gut. Wir sehen uns, Lukas. Erhalten wir Rubens Schrein. Er war ein tapferer Kämpfer in Episode 1. Da wollen wir auch sein Andenken bewahren. Diorit haben wir hier im Angebot. Gemeißelter Quarz. Dunkle Prismarin. Glas. Glatter Diorit. Ja. Prismarin will ich jetzt hier nur. Ja. Nur bedingt verwenden. Und der Riese war aus Prismarin. Dann will ich jetzt hier mal. Will ich nicht unbedingt. Und damit. Was tun. Okay, dann reißen wir erstmal ein bisschen ab. Tun wir mal. Ein bisschen was. Okay, hier. Glatter Diorit. Ist das hier? Ja, ist das. Dann bauen wir hier mal ein bisschen. Genug Stein haben wir. Jetzt können wir uns wieder ein bisschen austoben. Können wir hier ein bisschen Tempelartiges. Na, Tempel nicht, aber. Boah, die Geräusche, die Hintergrundgeräusche sind schon wirklich heftig. Kommt mir wirklich seltsam vor. So, hier noch ein bisschen drüber bauen. Ja, ich krieg die Perspektive nicht hin, die ich bräuchte. Na komm. Hier hinüber bauen. So. Ja, ist ein bisschen seltsam fürs Bauen. Diese Perspektive. Aber ja. Ich sollte, glaube ich, ein bisschen höher bauen. Hier so, ja, die Ebene brauchen wir. Zack. Doch einen höher bauen. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ich spule es, glaube ich, mal ein bisschen vor. Das dauert jetzt hier ein Stückel zu lang, wenn ich das komplett zeigen würde. Dann machen wir mal eine kleine Timelapse. Und ja, zack. Thank you.
das sieht doch schon recht super aus. Ja, ein kleiner hübscher Schrein für den gefallenen Helden Ruben. Na dann, fertig. Es ist perfekt. Ja, geschafft. Haben wir lange für gebraucht, aber ja. Hübsch. Ich weiß, ich habe Robin nie getroffen. Ruben. Oh, richtig. Entschuldige. Oh, Petra sucht übrigens. Steht sogar auf dem Schild da vorne dran. Danke, Herr. In Druckbuchstaben. Steht ein braunes Schild da vor dem Denkmal. Hast sogar die Schreibweise. Und der sagt noch Robin. Einen Monat lang konntest du keine Fledermäuse mehr sehen, stimmt's? Oh ja, nach einer Weile verschwinden die alle zu einer riesigen... Hey Leute, ist Petra hier irgendwo? Sie sucht nach mir. Ja, sie hilft wohl nur, etwas zu besorgen. Sie sollte gleich zurück sein. Okay, Nürn. Ja, den haben wir auch noch nicht mehr gesehen. Ja, sah echt so aus, als würdest du das schon dein ganzes Leben machen. Es war... Ja, du hast auch geholfen. Es war nicht mein alleiniger Verdienst. Ihr habt auch mitgeholfen. Ja. Erspare mir dein Mitleid, Jesse. Na, Mitleid? Du warst ein großer Held. Das war kein Mitleid. Ich meine ja nur, dass ich mich noch daran gewöhnen muss, mit einem Auge zu kämpfen. Also, ach, steht dir ganz gut, die Augenklappe. Nicht. Wir craften da was Tolles. Eine Todeshöhle oder was? Immer weiter reden solltest. Für einen weit entfernten Tag. Nun ja, okay, abgemacht. Theoretische Gespräche. Oh, ja, genau. Also schön, was verheimlicht ihr zwei? Ja. Gebt euch seltsam. Seltsame Gespräche. Gar nichts. Ist ja gut. Die Geräusche im Hintergrund, die sind auch ein wenig seltsam. Ja. Den letzten Teil nochmal. Oh, da kommt Nürm. Hey, Nürm. Okay, das wäre geklärt. Je eher wir aufbrechen, Nürm ist ein ganz cooler Typ. Du gehst mit denen mit? Ja. Und das ist, ja, und das ist etwas seltsam. Rede. Weißt du, überzeugt. Ist schon okay? Ist schon okay, glaube ich. Ist das wirklich so wichtig für euch? Ich, ja, doch, die gerade recht schon. Wenig. Jesse, glaub mir, ich kann es erklären. Mhm. Oh, wie? Was? Schnee? Oder bröckelt da irgendwas runter von einer unsichtbaren Glaskuppe oder was? Unmöglich. Ich glaube, das ist Schnee. Das ist kein Schneebiom. Schneit. Es ist Winter oder was? Oh nee. Ein Schneemann. Ich kriege gar nicht genug davon. Moment mal. Du bist der Admin? Der riesige Prismarinkoloss? Du ein Konstrukt zur Feier des Tages. War doch lustig, oder? Ich dachte mir, so kann ich ja. Der ist doch niedlich, oder? Das, warte, verstehst, das du verstehst du unter Spaß? Ein Schneemann. Na, alles zertrümmern und um sich schlagen und verrückte Selbstmordpläne, um die kleinen Leute zu beschützen. Unglaublich! Ja. Ihr kamt in meinen Tempel und seid lebendig wieder rausgekommen. Helden! Ihr seid perfekt für meine Kreationen. Was soll das alles werden? Ich und seine eine Kreation? Neue Herausforderung für euch. Ihr werdet sie lieben. Ja. Eine Herausforderung. Die Decken wurden aufpassen. Er hat nicht aufgepasst. Nee, Spaß. Nicht so lange ich hier bin. Statt wirst du nicht vernichten. Kämpfe bis zum Schluss. Verschwinde, du Schneemann.
Hat hier irgendjemand einen Föhn für mich? Nacht gefangen bleiben und von endlosen Monsterwellen geplagt werden, bis du die Uhr wiederfindest. Die wo ist? Ich bin froh, dass du fragst. Sie steht oben auf meinem genialen, tollen, total tödlichen Eispalast der Verzweiflung. Eispalast, sind wir jetzt hier bei der Schneekönigin oder was? Willst du einen Schneemann bauen oder was? Das nee. Klingt übertrieben gefährlich. Will ich heute nicht. Ich will nicht angeben, aber der ist... Das ist keine Frage, das ist eine Feststellung. Bist du irre? Du bist doch vollkommen verrückt. Meinst du das, weil ich komplett so bedämmert. Ich verstehe ja, warum du das denkst. Aber nein. Du bist ein Schneemann. Warum du bist gerade in der alles? Form eines Was Schneemanns. Willst du von uns? Ja, jetzt ist gerade die Kamera ausgegangen. Ich entschuldige mich dafür. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Bestimmt, du hast jetzt schon alles ausgeknobelt, nicht wahr? Ich bin aber cool geblieben. Und das ist ein bisschen leise. Kann ich gerade mal ein bisschen lauter stellen. Kleine Nebenwirkungen der ewigen Nacht. Und die neuen Nachbarn von Lincoln-Town. Willst du dich um die Uhr kümmern? Ja, kratz. Na, dann haben wir wohl nur zu finden. Wir müssen die Leute beschützen. Ja, beschützen wir die Stadt. Bescheuerte Idiot. Von Schneemann. Edmund will der sein. Ja. So, Angriff. Zack, 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 einer nach dem anderen. Na komm. Batz. Zack, zack, zack. Ihr seid doch nur kleine... Kleine Spießer seid ihr. Hier. Batz. Erledigt. Die zwei hätten wir. Zombies. Batz, 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 batz. Auf die Rübe. Noch weitere von denen. Ihr Flachpfeifen. Von euch lasst ich mir gar nichts zeigen. Mann, ich dachte, ich hätte sie abgewehrt. Lass mich so oft treffen. Verdammt! Na komm, zack! Hau drauf! Wieso lässt du dich treffen, Jesse? Einer von dreien. Mann, ich bin tot. Die Skelette, die Schneeskelette greifen an. Wie kann ich mich verteidigen? Verdammt! Abwehren. Kann ich mich irgendwie abwehren? Ich muss mich doch irgendwie ducken können. Irgendwie die Pfeile abwehren können. Was ist denn los hier? Mensch. Wieso kann das nicht gehen? Gleich bin ich wieder tot. Man muss doch blocken können. Ja, Mai. Wie blockiere ich das denn? Blocken. Blocken, 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 blocken. Wieso kann der nicht blocken? Wieso blockst du denn nicht? Wieso blockst du nicht? Jesse, Jesse, Jesse. Blockier doch mal den Angriff. Du Blödmann. Ach, wenigstens ausweichen. Das war meine Idee. Und. Und. Na komm, Reaktion. Reaktion. Und zack. Und Angriff. Und Angriff. Und Angriff, sagt dich. Na komm. Attacke. Da waren es nur noch zwei. Ich werde von hinten angegriffen. Was zum Geier. Er ist, glaube ich, immer noch da. Verdammt. Zack. Und der letzte. Stehen in der Luft still. Zeit wurde angehalten. Na komm. Zack. Und zack. So ein Mist. Na komm. Ausweichen und angreifen. Du bist oft gestorben, aber jetzt nimmst du kein. Ab jetzt nimmst du keinen Schaden mehr. Ja, komm. Und der Luschenmodus oder was?
Ich bin zu oft gestorben. Jetzt bin ich unverwundbar oder was? Ja, komm, mach's mir nicht zu leicht. Ich habe das Gefühl, da kommt bald noch viel mehr. Leute? Ja, da kommt Jesse, noch einiges. Es tut mir so leid. Gut, dass du wieder da bist. Ich habe aufgepasst, nicht mal geblinzelt, aber sie verschwand einfach. Ich weiß. Mach das nie wieder. Aus seinem Eispalast der Verzweiflung oder sowas. Wo du auch hingehst. Nächstes Mal besser aufpassen. Ich habe nicht umsonst den Titel des Uhrenmeisters erhalten. Ich tue alles, damit Beacon Town wieder sicher ist. Wirklich. Ich bin stolz auf dich, Raider. Ich bin so stolz auf dich, Raider. Echt? Natürlich. Ja. Ich werde dich nicht enttäuschen. Also gut, Leute. Geht weit über die Pflichterfüllung hinaus. Ich kann dich nicht auf diese Reise mitnehmen, noch einen Orden. Alter Freund. Nurm, kommt mit. Steht doch nicht zur Diskussion. Nurm ist ein guter Helfer. Pass auf dich auf, Nurm, okay? Nurm, du kommst nicht mit. Oh. Ist das Ding fort? Ja, vorerst. Blockiere das hier, ja, der Schneemann sind, okay? Und der Koloss ist weg. Bin schon dran. Ja. Wir beschützen Beacon Town notfalls mit unserem Leben. Danke, Leute. Tschüss, Nurm. Das ist gut. Ihr seid spitze. Passt auf Nurm auf. Wir verlassen uns auf euch. Ich wüsste gern mehr über diese neue Aufgabe. Nurm ist spitze. Den können wir hier brauchen. Eine Aufgabe. Na, dann würde ich mal sagen, war's das für den ersten Part der zweiten Staffel, der zweiten Episode so rum. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfest verpassen wollt. Nicht den nächsten Part von Minecraft Story Mode verpassen wollt. Habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Habe ich alles gesagt. Däumchen nach oben, Abo da lassen. Glöckchen aktivieren. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Man sieht sich. Bis dahin, bis bald. Ciao, ciao.